Gesellschaften unterliegen einem stetigen Wandlungsprozess. Welche Prozesse sind derzeit besonders wirkmächtig? Ja, die Soziologen beschreiben ja diesen Prozess der Individualisierung und der Pluralisierung. Und ich denke auch, dass das einerseits ein ganz wichtiger Prozess ist, der ja dazu führt, dass halt Individuen sich vor einer unheimlichen Entscheidungsvielfalt und einer Vielfalt von Entscheidungsoptionen sehen. Das war früher vorgegeben in einem großen Maße. Und das sind halt Prozesse, die heute halt die Individuen ein Stück weit selbst in die Hand nehmen müssen. Also das ist dieser eine, das ist die Freiheit, die man bewältigen muss. Der zweite Prozess ist, als Herausforderung ist diese Frage der Digitalisierung, die ich da sehen würde. Und ich glaube, diese Fragen der Digitalisierung, die hat man ja noch gar nicht in Gänze wahrgenommen. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen dieser Wandlungsprozesse in einer internationalen Perspektive? Im Blick auf die Digitalisierung könnte man sagen, wir haben zwar früher gedacht, dass es große Teile der Weltbevölkerung gibt, die dort völlig abgehangen werden. Aber wenn man sich im Moment auch Entwicklungen beispielsweise in Afrika und Ähnliches anguckt, dann überspringen die ja manche Prozesse, sondern gehen direkt halt zu digitalen Medien über, die dann eine größere Rolle spielen. Also insofern denke ich nicht, dass das völlig beschränkt ist. Und wenn man auf der einen Seite sagen würde, man könnte ja auch sagen, dass es bestimmte Länder gibt, die diese Optionen nicht haben. Man könnte auf der anderen Seite sagen, dass wir gerade sehen, auch im Blick auf Flüchtlinge, Migration und Ähnliches, dass natürlich auch in unterschiedlichen Teilen der Welt mehr Entscheidungsmöglichkeiten oder mehr Entscheidungsfreiheiten genutzt werden, auch durch Überwindung von Grenzen, auch von Regeln, als man sich das bislang vorstellen konnte. Und die Digitalisierung, also es gibt Länder wie Russland, China, die natürlich ein Stück weit versuchen, halt dort Grenzen zu setzen. Aber die Frage ist, wie lange sie das auch tatsächlich können und ob nicht solche Datenströme immer auch Wege finden würden, das zu überwinden. Und ich denke, dass gerade heutzutage, wo die Frage ist, wenn man sich die nationalistischen Bestrebungen anguckt, dann gibt es ja auch Bedenken, dass man sagt, die Globalisierung ist am Ende. Auf der anderen Seite gibt es auch Stimmen, die behaupten, die hat gerade erst angefangen. Die hat gerade erst angefangen in dem Sinne, dass wir uns das, was mit der Digitalisierung im Blick auf Globalisierung vorstellbar ist, noch gar nicht vorstellen können. Produziert die Globalisierung als vielfach politisch unregulierter Prozess mehr Verlierer oder mehr Gewinner? Ja, darüber habe ich auch lange nachgedacht. Und von der klassischen Außenhandelstheorie kann man natürlich auf der einen Seite sagen, die Länder würden nicht miteinander kooperieren, wenn sie nicht davon in irgendeiner Art und Weise profitieren würden. Aber das ist ja auch zunehmend deutlicher geworden, dass natürlich halt die Globalisierung soziale Ungleichheit nicht mindert und dass sie halt auf der einen Seite halt auch Globalisierungsverlierer schafft. Und ob das jetzt mehr sind oder weniger, finde ich, das ist die große Frage. Man kann auf der einen Seite sagen, es gibt prozentual weniger Menschen, die hungern. Es ist aber absolut immer noch gestiegen. Das heißt, die Fragen der Welternährung, auch der sanitären und hygienischen Zugänge, ist ja auch gestiegen, aber ist ja letztlich immer noch so, dass halt diese Versorgung noch nicht vollständig erfolgt ist. So, und ich finde es schwierig zu sagen, selbst arme Menschen hier sind natürlich auf der einen Seite auch Gewinner von Produkten, die sie günstiger nutzen können. Nur können sie leider häufig das Geld dafür nicht selber verdienen. Ne? Also so, dass von daher sie im Blick auf Arbeit möglicherweise Verlierer sind, aber im Blick halt auf Konsummöglichkeiten trotz alledem auch ein gewiss bisschen Gewinner. Also dass halt Konsummöglichkeiten, die sie sich halt vor 30, 40 Jahren überhaupt nicht vorstellen konnten, nun halt durchaus gegeben sind. Insofern ist halt die Frage,
Globalisierung wird sowohl immer Verlierer und Gewinner produzieren. Was verstehen Sie unter einer nachhaltigen Entwicklung, um ökonomisch und gesellschaftlich zukunftsfähig zu bleiben? Unter einer nachhaltigen Entwicklung verstehe ich, dass halt ökonomisch, ökologisch und soziale Prozesse miteinander abgewogen werden. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass man quasi politische, ökonomische und soziale Prozesse nie getrennt voneinander denken. Insofern ist meines Erachtens halt auch diese ganze Diskussion darum, ob man jetzt beispielsweise ein Fach Wirtschaft einführen würde, der falsche Weg. Weil der falsche Weg wäre das deswegen, weil dann muss man diese Perspektiven ja trennen. So kann man halt auch diesen Abwägungskonflikt immer sehen. Zurück zum Thema Schule. Welches Orientierungswissen über den globalen Wandel sollte in der Schule vermittelt werden? Ich fange erstmal mit der kleinen Kritik an dem an, was quasi halt in der Schule gegenwärtig halt im Zusammenhang mit Internationalisierung halt eine Rolle spielt. Sicherlich befasst man sich im 5. Schuljahr mit Kinderrechten und Kinderarbeit und Ähnliches und schafft halt ein Problembewusstsein für unterschiedliche Entwicklungsbedingungen. Man macht in der 9., 10. Klasse befasst man sich mit Friedenspolitik, Sicherheitspolitik. Und meines Erachtens sind diese ganzen ökonomischen Prozesse, die dort eine Rolle spielen, die bleiben häufig außen vor. Und ich denke, diese Abwägungskonflikte, den Menschen halt quasi zu ermöglichen, zwischen ökonomisch, sozial und ökologisch und inwiefern das miteinander zusammenhängt, das bleibt häufig außen vor.